ist nicht Endor, hier wohnen nicht die Ewoks. Dieser kleine Ort heißt Dassow und befindet sich bei Lübeck-Travemünde. Und hinter diesen Gemäuern verbirgt sich etwas, was man vermutlich gar nicht erwartet: die Welt von Star Wars. Der Mann hinter all dem ist Mark Langrock. Er betreibt die Location gemeinsam mit seiner Frau. Und alles ging natürlich damit los, dass auch er einst als kleiner Junge im Kino saß. Mit 8 Jahren, Star Wars in der ersten Stunde, würde ich sagen. Im Kino gesehen, im Lichtspielhaus. Ja. Wenn ich dein T-Shirt sehe, das ist noch das ganz alte Klassische von damals. Ich glaube, mein Panini-Sammelbilder-Album hatte auch dieses Cover, 1978. Das wäre Sterne. Mit Krieg der Sterne. So ist es, genau. Die Ausstellungsfläche ist insgesamt rund 1300 Quadratmeter groß, auf 2 Ebenen. Besucher zahlen momentan noch sogenannte Sneak-Preview-Preise zwischen 5 und 15 Euro, je nach Wochentag, da im Moment noch an einigen Stellen gebaut wird. Später soll der reguläre Eintrittspreis zwischen 16 und 19 Euro liegen. Ganz billig ist das nicht, aber man sollte auch bedenken, dass hier ein unabhängiger Betreiber sehr viel Geld investiert hat. Und man darf auch nicht einfach so allein durchgehen, sondern immer in betreuten Gruppen. Was hier zu sehen ist, sind besondere Einzelstücke. Da soll dann auch bitte nichts angefasst werden. Übrigens vermeidet Mark Langrock es konsequent, den Begriff Star Wars zu verwenden. Deswegen heißt das hier auch Outpost One und nicht etwa Star Wars Museum Dassow oder so. Das hat natürlich rechtliche Gründe. Zwar wird so etwas wie das hier von den Filmproduzenten toleriert, aber eine Verwendung des Markennamens Star Wars oder gar die Verwendung des markenrechtlich geschützten Logos ist streng untersagt. Und ihr habt jetzt eröffnet, aber es ist ein, hast du mir schon erzählt, ein Work in Progress. Es ist also noch nicht komplett alles fertig. Ihr seid weiter fleißig am Werke. Genau, ich glaube, fertig wird es nie. Ne? Wir sind halt ein Fanprojekt von Fans für Fans. Es geht immer weiter und wir sind allerdings noch nicht an dem Stand gewesen, wo wir gerne wären, um wirklich zu eröffnen. Ich denke mal, das wird im September der Fall sein. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen Soft Opening. In der Zeit können wir Erfahrungen sammeln, wie läuft das überhaupt, geht das alles so auf, was wir uns gedacht haben, auch organisatorisch. Und für die Besucher ist es vielleicht auch ganz interessant und wird auch gut angenommen, zu sehen, wie werden so eine Sets überhaupt gemacht, dass man eben die Sets, die gerade in der Entwicklung sind, schon mal sehen kann. Ich denke, wir haben genug fertige Sets gemacht, dass man wirklich sagen kann, wow, ist wirklich schön geworden. Aber ganz interessant, mal zu schnuppern hier und da, wie man sowas... Den Eindruck habe ich auch, dass sich das schon lohnt. Und deswegen werden wir uns das jetzt, was es schon zu sehen gibt, auch mal gemeinsam anschauen. Los geht's. Der erste Raum, und was sofort auffällt, ist nämlich, dass es hier tatsächlich nicht einfach wild durcheinander, sondern chronologisch zugeht. Denn wir sehen hier Darth Vader, und das erinnert halt doch sehr stark an eben auch seinen ersten Auftritt im ersten Film. Ja, Episode 4, aber der erste Film natürlich. 1977 die erste Szene im Raumschiff als Prinzessin Leia verfolgt. Also das heißt, ihr baut es jetzt Film für Film nach der Reihenfolge auf. So ist es, richtig, genau. Wir folgen der Handlung, da wird man eben auch die Person, die eben Fans begleiten, Großeltern, die mit den Enkeln kommen, dass die so ein bisschen durch die Geschichte geführt werden. Also es ist dann quasi auch eine Nacherzählung. Ihr macht ja hier Touren durch, das heißt, mit einem Guide werden die Leute durchgeführt und ihr wird auch ein bisschen dann dazu erzählen. Ja, genau. Wir erzählen zu den Sets, aber wir erzählen auch ein bisschen, was da eigentlich handlungsmäßig passiert, sodass jemand, der bisher noch nie irgendwas mit Star Wars zu tun hat, der als Begleitperson mitkommt, am Ende rausgehen kann und sagen kann, Mensch, das war nicht nur cool gemacht, ich habe jetzt auch eine Idee, worum es geht. Und das geht auch auf. Also in der Tat hatten wir sogar Großeltern, die mit den Enkeln hier waren, die rauskamen und sagten, Mensch, ich muss Ihnen sagen, das ist wirklich so schön gemacht. Und wir sind richtig neugierig geworden und wollen uns jetzt mit unseren Enkeln die Filme einmal anschauen. Das ist natürlich als Initiator und Fan freut einen das besonders, ja. Ja, ich denke, aufgrund eurer Lage hier werdet ihr sicherlich auch ein bisschen auf die Ostseetouristen schielen, so ein bisschen, dass die dann, wenn das bekannt wird, auch hier vorbeikommen. Und klar, wenn da die ganze Familie kommt, sind das nicht alle Star Wars-Kenner. Ne? Eben, das ist so, ne? Jetzt haben wir das nicht bewusst gemacht oder gezielt, sondern wir leben halt selber hier. Wir wollten halt die Ausstellung dicht zu Hause haben, denn es ist halt Hobby. Und
Wir leben allerdings im Tourismusbereich, wir sind hier mitten an der Ostsee und deswegen ist uns klar gewesen, hier kommen eben auch die Familien, die was erleben wollen, die heute im Schmetterlingspark und morgen im Tigerpark sind, den wir hier in Dassow haben, ganz schön. So, und besuchen dann sicherlich auch mal uns, vielleicht ist das Kind, ne? Dann glühen das Star Wars-Fan und die Eltern müssen mit. Und da haben wir halt versucht, uns zu überlegen, wie können wir das so gestalten, dass eben jeder was von hat und sagt, Mensch, das war ein toller Tag. Genau. Deswegen also hier zu sagen mit Führung und mit so ein bisschen Erklärung. Und man muss nicht der absolute Star Wars Spezialist sein. Hinterher ist man schlauer, wenn man hier war, weil man vorher noch nicht so viel wusste. Und wenn man eh schon alles kennt, dann freut man sich an die Dinge, die man wiedererkennt. Genau. Ist ja, wir sind ein Fanprojekt, das heißt von Fans für Fans, aber wir adressieren eben nicht nur die Fans, die jetzt schon glühend sind und alles in- und auswendig kennen, sondern eben auch die, die es noch werden wollen. Also es gibt hier keinen, man muss nicht an der Kasse erstmal einen Fragebogen ausfüllen und sich als Star Wars-Fan beweisen. Nein, das ganz nicht. Im Gegenteil. Obwohl es eine gewisse Herausforderung ist, ne? Dass man das so gestaltet, dass man weiß, worauf achten die Fans und dass man auch Details wieder findet. Ja, so, aber auch für den, der völlig unbedarft ist, genügend bietet, um hier mal einzutauchen. Man weiß es ja auch, bei den Fans gibt es ja auch den, der so, dem sofort auffällt, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja, oder wenn er der Meinung ist, dass irgendetwas anders sein müsste in dem Fall. Ist, und da kann man sich, glaube ich, noch so viel Mühe geben, wenn es so einen Experten gibt, der nur den einen, so bei Vader zum Beispiel, wir haben uns wirklich große Mühe gegeben, den sehr akkurat, auch so wie er in Episode 4 war, nachzubauen. Nachher haben wir einen aus Episode 5, der sieht dann anders aus. Aha. Aber der absolute Vader-Experte wird uns sicherlich noch erklären, was hier falsch ist. Ich erkenne erstmal nichts und wir gehen jetzt erstmal weiter durch Episode 4, eine neue Hoffnung. Und schon sind wir hier auf Tatooine, dem Heimatplaneten von Luke Skywalker. Da hinten steht er vorm Haus seines Onkels. Und das ist alles schon sehr, sehr gut getroffen, finde ich hier. Es ist zwar kein Sand, auf dem ich stehe, aber wenn man hier reinkommt, dann sieht es so aus, als wäre es einer. Das riesige Banta hier, wir kennen auch das aus dem ersten Film, so ein bisschen mammutähnliche Geschöpf, Wahnsinn. Und Jawas und Sandleute und Stormtrooper. Es ist alles hier schon mal in einem riesigen Set zu sehen. Gut, ich sehe mir das mal an. Also, wie gesagt, wir sind ja ein Fanprojekt und das heißt für mich, dass wir nicht nur als Initiatoren und eben auch mit den Gästen Fans ansprechen, sondern was wir hier zusammengetragen haben, ist letztlich Fankunst. Ja. Das sind die verschiedenen Props und Exponate, die wir haben, die sind handgemacht von Fans bis hin eben auch zu Wandmalereien. Da ist eine ganz schöne Geschichte dahinter und zwar habe ich mir ursprünglich schon überlegt, das wäre doch toll, wenn der Wüstenplanet einen 360-Grad-Blick hätte. Ich hatte aber die Sorge, dass man es nicht vernünftig hinbekommt und dass es nachher gewollt und nicht gekonnt aussieht. Und deswegen hatte ich gesagt, wir machen eine schwarz und machen sozusagen spotartig nur die einzelnen Sets. Dann gab es einen kleinen Bericht im März, meine ich, den ein Künstler aus dem Nachbarort, aus Selmsdorf, gelesen hatte. Und der meldete sich bei uns und sagte, Mensch, ich habe gehört, was ihr für ein Projekt habt, das ist ja toll. Ich bin Kunstmaler und vielleicht könnt ihr ja Unterstützung gebrauchen. Habe ich gesagt, ja, dann komm mal her und dann gucken wir uns das an. Und dann kamen wir in diesen Raum und dann sagte er, oh, ist ja toll, was ihr hier gemacht habt, aber hier muss doch weit rein. Ich sage, ja genau, aber wie macht man das? Ich hatte halt die Sorge, dass es dann am Ende nicht wirkt. So, und dann hat er ist eben Profi, hat Kunst studiert und dann kam er gleich, ne, man muss Objekte in die Ferne, in die Nähe und und jetzt kann ich glücklicher nicht sein mit dem, was er uns hier an die Wand gezaubert hat. Man bekommt wirklich eine Tiefe da rein. Das ist auf jeden Fall ganz anders, als wenn ihr die Wände schwarz gestaltet. Ja, definitiv. Und das meine ich halt mit Fanprojekten, es kommen halt die verschiedenen. Also ihr arbeitet ja anscheinend auch mit anderen zusammen, wenn wir zum Beispiel das große Banta, was wir eben auch schon gesehen haben, das gab es auch schon, weil das auch schon mal von einem Fanclub gebaut wurde. Genau, das ist eine Gruppe aus Belgien, die hat eins gebaut, ist damit auf Conventions aufgetreten, die habe ich gefragt, Mensch, wie sieht es denn aus, so ein Banta, und dann waren sie so nett und haben uns eins gemacht. Ja, weil sie ihr eigenes behalten wollten. So ist es, genau. Wahnsinn. Ja, ich denke gerade auf Conventions trifft man ja immer sehr rührige und kreative Leute, wo man dann die Kontakte knüpfen muss und eventuell, ja, und jetzt kann man das alles hier gesammelt an einem Ort dann sehen, ohne überall zu diesen Messen fahren zu müssen. So ist es. So. Obwohl,
dahin zu fahren, ist natürlich nach wie vor spannend. Ja. Ne? Die Vielfalt ist natürlich super. Aber hier kann man mal die Dinge so in Szene setzen, wie man es eben auf einer Convention nicht kann. Ne? Da geht es darum, man muss es schnell abbauen, man muss es schnell aufbauen. Hier kann man mal sich auf Details einlassen, was eben auf Conventions nicht geht. Und da ist dann halt der besondere Reiz, denke ich mal, den das hier hat. Ja, weil es eben dauerhaft ist. Ne? So. Okay. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.